Oliver Hüsing, nach einem enttäuschenden 0:2 gegen Preußen Münster, was hat heute nicht funktioniert beim FC Hansa Rostock? Ich denke, wir sind sehr, sehr gut reingekommen. Die ersten Minuten haben wir es richtig gut gemacht. Und dann kommen wir natürlich durch so einen Sonntagsschuss in Rückstand. Das spielt den enorm in die Karten. Und danach waren insgesamt einfach die Räume zu groß, die Abstände zu groß. Dadurch haben wir die zweiten Bälle selten bekommen. Und ja, so hat Preußen uns ein bisschen den Schneid abgekauft heute. Was kann man für Lehren jetzt draus ziehen für die nächsten Spiele aus dieser Niederlage heute? Ja, wir müssen einfach weitermachen. Wir sind eine gute Truppe, müssen das jetzt aufarbeiten, analysieren. Wie gesagt, die Fehlerabstände, die wir heute gemacht haben, und dann geht es einfach weiter. Jetzt gegen Magdeburg haben wir ein geiles Spiel vor der Brust und da wollen wir zu Hause unser wahres Gesicht wieder zeigen. Du hast gesagt, 1:0 war mehr so ein Sonntagsschuss, 2:0, was ist da schiefgelaufen? Ja, ich denke, da hat die Zuordnung nicht ganz gestimmt. Standard und dann beim zweiten Ball sind wir sehr ungeordnet. Ja, dann versuche ich im Rückwärtslaufen den Ball noch irgendwie zu kriegen, aber ich glaube, da waren noch ein paar mehr Männer frei, also das müssen wir uns nochmal anschauen. Okay, du hast gesagt, gegen Magdeburg wird wieder richtig geht's wieder richtig rauf und richtig Party im Ostseestadion. Wie geht die Mannschaft jetzt rein in dieses Spiel, in diese Woche? Ja, erstmal werden wir uns das jetzt nochmal anschauen, was hier heute los war. Und dann werden wir eine ganz normale Trainingswoche haben, aber klar ist, dass wir natürlich gegen Magdeburg richtig heiß sind und zu Hause das Ding ziehen wollen. Super, danke dir. Herr Dotschaff, 0:2 Niederlage bei Ihrem Ex-Verein SC Preußen Münster. War dieses 0:1, dieser Sonntagsschuss, war das heute schon der Genickbruch? Kann man so sagen, ja. Also das war schon so, dass ich denke, dass nach 10 Minuten durch das Gegentor, dass das Spiel schon fast entschieden war. Nicht, weil wir aufgegeben haben. Nur, das war nicht einfach möglich, hier Fußball zu spielen. Und ich finde sehr viele Parallelen mit dem Spiel in Meppen. Nur der Unterschied war da, dass wir geschafft haben, da in 10. Minuten in Führung zu gehen. Und ansonsten war nicht möglich, Fußball zu spielen in Meppen. Aber durch den 1:0-Führung haben wir gut verteidigt und haben wir auch noch geschafft, kurz vor Schluss noch das zweite Tor zu machen und das Spiel gewonnen. Heute ist genau das Gegenteil passiert von Meppen. Wir haben nach 10 Minuten Sonntagsschuss Gegentor hineinnehmen müssen und dann versucht, Fußball zu spielen, was eigentlich unmöglich war heute. Und das Schlimmste ist, wie gesagt, dass nach der Seite wechseln, dass auch nach Standardsituation wieder und nach dem Anpfiff theoretisch kriegst du das zweite Tor. Und natürlich die Mannschaft von Münster stand schon massiv hinten defensiven und da haben sie schnelle Leute gehabt, so wie Hoffmann, so wie Rühle, so wie Grimaldi, die immer wieder nach Balleroberung in der Tiefe, in der Räume gestartet haben. Und dann war natürlich schwer zu verteidigen. Und Problem war heute nicht die Leistung, sondern dass wir das Spiel sich einfach so entwickelt hat für uns. Sie haben das 0:2 angesprochen, das ist wieder relativ kurz nach der Halbzeit gefallen. Hat der FC Hansa da ein kleines Problem, aus der Halbzeitpause rauszukommen? Ja, kann man so sagen. Das war auch letztes Spiel gegen Würzburg war genauso. Also kann man so sagen, aber ich will jetzt nicht so zu sehr thematisieren, weil das ist tatsächlich so, dass dass wir schon oft nach der, das war auch Karlsruhe, kann ich mich erinnern, war auch so, dass der nach dem, das war das dritte Tor, ist sie gefahren. Also da müssen wir natürlich das auf jeden Fall besser machen. Danke. Die Spielweise des Gegners, wie haben Sie die heute gesehen? Rustikal, geradlinig, robust und die sind ein bisschen besser auf diese Platzverhältnisse angepasst als wir. Also wir haben ein bisschen mehr Probleme gehabt. Die sind auch, die Mannschaft von Preußen ist ja viel, viel größer und athletischer und wenn du lange Bälle spielst, dann ist ja so, dass die leichte Vorteile dadurch haben, klar. Immer auch fair, der Gegner heute? Ob fair war? Ja. Ja, ich finde, dass das Spiel auch sehr zerfahren war und sehr viele Unterbrechungen. Das war für uns auch nicht gut, weil oft war es so, dass Spieler von Preußen Münster lagen auf dem Platz und dann kommst du gar nicht so, da gibt es gar keinen Spielfluss dabei. Und das Spiel ist sehr viel unterbrochen gewesen und ja, war schwer. Also alles, es hat alles heute nicht so gepasst.
Nächste Woche kommt für die Fans ein sehr wichtiges Spiel gegen den 1. FC Magdeburg. Das Ostseestadion wird nahezu ausverkauft sein. Wie geht die Mannschaft jetzt in diese Woche? Wir sachlich, fachlich alles gut aufarbeiten. Wir haben viele Sachen zu besprechen die Tage. Wir können auch ein bisschen auch einige Bereiche arbeiten. Lange Woche. Wir fangen Montag an schon zu trainieren. Das Spiel ist ja am Samstag. Wir haben eine sehr lange Woche und da kann man auch ein bisschen noch viele Sachen verbessern. Und dann gut vorbereitet sein für das Spiel gegen Magdeburg. Und ich freue mich auf dieses Spiel. Das wird auch ein sehr wichtiges Spiel für uns alle. Und dann deswegen die Woche sehr, sehr fokussiert, sehr konzentriert uns auf dieses Spiel vorbereiten. Und das ist alles. Super, ich danke Ihnen. Dankeschön.